und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und heute habe ich schon zwei Anläufe gebraucht, um Video zu drehen, weil jetzt die ersten zwei Anläufe richtig peinlich gewesen sind. Ja, gut. Heute ist Mittwoch und ich bin etwas nervös, weil ich habe ein Thema, das nicht unbedingt das Einfachste ist. Und es wird eine schwierige Themenwoche diese Woche. Meine Themenwoche, um es grammatisch korrekt, und mein Thema, um es auch grammatisch korrekt zu halten, ist. Oh, jetzt bin ich voll durcheinander. Ja, also meine Themenwoche ist jetzt auf jeden Fall Schule. Ich möchte euch ein bisschen was von meiner Schulzeit, meinem vielen Schulwechseln erzählen. Also fange ich jetzt einfach mal an. Und zwar, ich bin in den Kindergarten gekommen mit ein Jahr später als die meisten Kinder. Und mein Kindergarten war echt cool. Ich habe damals gelernt, wie man Nudeln kocht. und damals habe ich auch Freundschaften geschlossen. Und mein Kindergartenbester Freund, den habe ich kennengelernt, weil wir haben damals Friedenskeulen gebastelt und ich habe ihm die Friedenskeule auf den Kopf gehauen. Das war so dieses kindliche Ding, wusste nicht, dass das weh tut damals. Und ja, und dann sind wir danach beste Freunde geworden und mit dem bin ich dann auch ich war sehr lange auf der ersten Schule. Ich war auch schon im Kindergarten. Und dann eben irgendwann bin ich mit bin ich dann eingeschult worden und bin dann in die erste Klasse gegangen. Und zum einen hat sich dann die Freundschaft zu dem Jungen verändert, weil er hat dann mehr Zeit mit Jungs verbracht. Und zum anderen habe ich dann auch eher Freundinnen gefunden. Und ja, dann die erste Klasse, die war, das war halt die erste Klasse, ne? Was soll man da schon sagen? So. Ich muss sagen, ich bin eher ein sehr schlechter Schüler gewesen. Und dann nach einer gewissen Zeit ist uns dann auch empfohlen worden, ich soll doch die erste Klasse einfach wiederholen. Und ich muss sagen, meine erste Klassenlehrerin, meine erste Schule war eine private katholische Schule in unserem Ort. So umgehe ich den Namen zu nennen, aber jeder weiß, wo ich wohne, kann jetzt recherchieren. Und meine erste Klassenlehrerin, die war echt super nett, die war auch noch recht jung und hat dann aber, glaube ich, auch irgendwann hat die dann auch geheiratet und ich weiß nur, dass da die Klasse dann zu der Hochzeit gegangen ist und ja, war nett. Ja, und dann, was? Ich glaube, ich habe gerade einen kleinen Stiftgeräusch gedacht, jemand redet mit mir, okay? Ja, und dann habe ich die erste Klasse wiederholt und dann bin ich lustigerweise, es ist echt witzig, in meiner ersten Klasse hatte ich einen männlichen Mathelehrer, der war halt ein Mathelehrer, mit dem habe ich jetzt nicht so viel zu tun gehabt. Ich weiß nur, dass er sehr wenig gesprochen hat und ich mir mal überlegt habe, ob das so hilfreich ist, wie soll ich da was lernen? Ja, und dann in meiner zweiten, ersten Klasse, weil ich ja wiederholt habe, hatte ich eine Mathelehrerin und die war lustigerweise mit meinen Großeltern vaterlicherseits, ne? Ja, ich weiß. Meine Mathelehrerin in der ersten Klasse beim Wiederholen war mit Opi und Omi befreundet, ne? Oder bekannt. Gleicher Ort. Ja, die war mit meinem Vater, seinen Eltern im selben Ort und die waren halt bekannt sich gegenseitig. Und die war echt super nett, die habe ich echt total gern gehabt. Und dann hatte ich noch eine Deutschlehrerin und ich habe sie zu dieser Zeit immer als furchtbar befunden, weil sie immer so furchtbar viel von mir gefordert hat. Und ich habe mir immer, sie wollte von mir, dass ich schreiben. Also wirklich so schönschriftmäßig und so weiter und so fort und alles. Und ich fand sie damals so anstrengend. Ich habe sie als Person gemocht eigentlich, aber als Lehrerin fand ich sie furchtbar anstrengend, weil sie immer von mir was wollte. Und
Ich weiß noch, dass ich oft verzweifelt war, weil ich eben einfach auch teilweise das Gefühl hatte, sie überfordert mich. Aber wenn ich heute, also mit diesem Alter jetzt zurückdenke, muss ich sagen, sie war eine echt spitzenklasse Lehrerin, weil ich habe bei ihr so unfassbar viel gelernt. Das ist echt unglaublich. Also, wie ich schon mal in einem Video davor erzählt habe, fördern durch fordern. Das ist wirklich so das Prinzip gewesen und ich habe bei ihr unglaublich viel gelernt. Und ja, ich finde sie heutzutage, muss ich sagen, sie war eine der besten Lehrerinnen, die ich hatte. Und auch wenn ich die erste Klassenlehrerin mehr mochte, habe ich auch das Gefühl, dass die zweite für mich in dem Punkt die bessere war, weil ich bei ihr mehr gelernt habe am Ende des Tages. Ich meine, die erste, die mochte ich viel lieber, weil sie viel weniger gefordert hat. Und wie das eben so ist, wenn man es leichter hat, findet man es schöner. Aber in der Schule sollte man halt doch was lernen. Ja, und ich war damals immer, mein Motto in meiner ganzen Schulzeit war, eine Eins pro Halbjahr reicht, dann bist du nämlich in der nächsten Klasse und fertig. Danach kannst du dann Sechsen schreiben, so viel du willst. Also war mein Motto immer, wir haben damals immer Tausende von Referaten gehalten und ich habe immer einfach so viele Referateinsen eingeheimst, dass ich mir gedacht habe, super, damit bin ich weiter. Und dann stand im Zeugnis eine 5 und ich war happy, ich war versetzt und alles war klar für mich. Ja. Und dann weiß ich noch, ich hatte auch immer eine Nachhilfelehrerin und ich muss heute auch sagen, ohne sie hätte ich wahrscheinlich echt die Schule nicht gepackt und vor allem nicht dieses Mathezeug, weil Mathe war damals für mich so anstrengend. Und ja, und die Nachhilfelehrerin war auch mit uns privat befreundet und jetzt kommen wir nämlich zu dem Teil, wo es ein bisschen schwieriger wird. Da werde ich euch dann später eine andere Geschichte noch erzählen. Das ist, ja, und dann hat die meine Nachhilfelehrerin hat mir dann, als es darum ging, dass ich in die Hauptschule versetzt wurde, gesagt, damals haben wir erfahren, wer mein neuer Klassenlehrer wird. Und dann hat sie mir erzählt, er sei so nett und so toll und überhaupt. Und dann bin ich, um ehrlich zu sein, mit einer sehr hohen Erwartung in die Klasse gegangen. Und ich möchte mich für die nachfolgenden Wortwahl entschuldigen, aber ganz ehrlich, meine Erwartungen sind sowas von runtergeschraubt worden, als ich den das erste Mal nur eine Stunde hatte. Das war wirklich wie so ein Sturz von 1000 Metern runter. Und ja, das war richtig bescheiden. Ich versuche auch immer nicht zu fluchen. Ja, und dann irgendwann kam das Halbjahresgespräch. Und nach diesem Halbjahresgespräch hat mein Vater dann gesagt, jetzt reicht's, das war's. Ich gehe von der Schule runter. Also ich weiß noch, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, nein, nein, ich will nicht weg, weil ich habe so viele Freunde und überhaupt. Aber danach, da war dann auch bei mir vorbei und ich habe gesagt, wir wechseln. Dann hat mein Vater so strippenziehermäßig Connections fließen lassen und dann durfte ich auf eine öffentliche Schule, die bei meinem Vater einen Ort weiter von der Arbeit war. Das Coole war für mich, also mein Vater hat mich jeden Tag zur Schule gebracht und meine Mutter hat mich meistens abgeholt. Und damals, zu meiner ersten Schulzeit, war es so, dass meine Mutter mich gebracht hat und auch wieder abgeholt hat. Aber als mein Vater mich gebracht hat, das war halt cool, weil meine Schwester ist halt auch noch auf dieselbe Schule gegangen und dann haben wir halt morgens immer zusammen im Auto gesessen. Und da gab es dann auch diese Geschichte, wo wir wirklich viel zu laut uns 50 Cent in der Club angehört haben und im Auto vorgefahren sind. Tag peinlich, weil dann der Lehrer ausgerechnet auch gerade in dem Moment auf dem Parkplatz stand und ja. Das Problem an der Schule war für mich persönlich, ich habe damals dann extreme psychische Probleme bekommen. Bei mir sind Geschichten aus der
Ur-Vergangenheit rausgekommen, so diese Straßenkindergeschichten. Und die haben mich dann so belastet, dass ich eben teilweise gar nicht zur Schule konnte, tagelang. Und ja, und dann war es halt so, dass dann irgendwann war ich an einem Punkt, weil ich dann eben auch dadurch, dass es eben so war, bin ich damals dann zum Psychologen gekommen und auch also in die Jugendpsychiatrie, wo ich aber nicht stationär war, sondern ich bin immer nur zu einer Beratungsstunde hin und dann wieder nach Hause. Und dann war es auf jeden Fall so, dass ich dann auch, also ich muss sagen, wenn ich etwas sagen kann zu diesem Thema, ich war heilfroh, dass dann zu diesem Zeitpunkt dann mein Asperger irgendwann ausgebrochen ist, weil mit dem haben sich dann diese Altlasten, irgendwie sind die dann verschwunden zum größten Teil. Und dadurch habe ich dann auch mehr oder weniger, ja, wieder etwas mehr. Ja, ich war dann einfach wieder in mir ausgeglichener, auch wenn sich das jetzt voll blöde anhört. Ja, und das ist dann damals auch festgestellt worden. Und damals war es dann so, dass ich einfach überhaupt nicht in die Schule konnte, weil ich war so extrem geräuschempfindlich, geruchempfindlich, lichtempfindlich, überhaupt sehr empfindlich. Und dann bin ich für, glaube ich, 1, 2 Wochen, vielleicht, also maximal ein paar Monate, war ich dann in der psychiatrischen Schule. Und ein kleiner Tipp für alle, die darüber nachdenken, ist echt cool. Davon wird überhaupt nichts von dir verlangt. Da kannst du im Prinzip, also bei mir war es so, die Lehrerin ist hingestanden, hat zu mir gesagt, ich kann am Computer recherchieren. Ich habe nichts recherchiert. Ich habe die ganze Zeit bloß im Internet Videos angeguckt. Und ja. Und da hat auch keiner irgendwie nach dir geguckt. Du warst da praktisch alleine und also ich weiß, dass noch immer, bevor ich hingegangen bin, noch ein anderes Mädchen da war. Und ja, das war richtig. Ich habe Schulzeit verbucht bekommen, musste aber nichts machen. Und das war damals, glaube ich, es war für mich damals in der Situation das Richtige, weil ich diesen ganzen Druck und alles echt nicht verarbeiten konnte. Ja, und dann aber. Weil das eben so eine Sache ist, wo leider nur die hin dürfen, wo stationär sind eigentlich. Das war schon bei mir so eine richtige Ausnahmesituation, so dieses Prinzip Glück gehabt, mal nett gefragt. Und dann war es so, dass ich auf jeden Fall danach in eine Schule gekommen bin. War ich da danach erst in der Förderschule oder? Das war die Tische Ah. mal Also ich hatte auch viele Schule, auf die ich mal kurzzeitig für eine Woche zu einem Test gegangen bin. Zum einen war da eine Schule mit Schwerbehinderten. Damals wusste ich es noch nicht, dass ich ein Asperger bin und habe mich da sehr fehl am Platz gefühlt und habe gedacht, da nehme ich vielleicht jemanden den Platz weg, der ihn dringender braucht. Ja, hätte ich es früher gewusst. Dann war ich mal zwischendrin auf einer Förderschule. Da bin ich mir dann ehrlich gesagt unterfordert vorgekommen und das war dann überhaupt nichts für mich. Dann war ich eine Zeit lang auf der Waldorfschule. Da bin ich nicht angenommen worden, weil ich pädagogisch nicht tragbar war, weil ich geflucht habe wie ein Scheunendrescher, als ich ein Loch buddeln sollte. Und in das Loch ist nichts reingekommen, da wurde nichts damit gemacht und es wurde am Ende von der Stunde einfach wieder zugeschüttet. Und da habe ich dann eben etwas geflucht. Und deswegen war ich dann pädagogisch nicht tragbar. Bin aber heute auch froh drum, weil, ja, kommen wir mal jetzt zu der Schule, wo ich dann als letzte Schule überhaupt war. Und ich habe die Schule geliebt. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich so war, dass ich Schule total toll fand. Weil erstens also es war schon bei der Schule mit der ersten öffentlichen Schule so, dass ich die schon lieber mochte, weil da war einfach schon der Rektor netter und auch die Lehrer waren neu, sehr viel netter zu mir. Und bei der zweiten Schule, also bei der letzten, auf der ich dann überhaupt war, die war wirklich ultra toll.
Also, ich habe die Schule gemocht. Ich fand den Konrektor super, ich fand den Rektor super und meine Klassenlehrerin, die mochte ich sowieso total gerne. Mit der haben wir sogar heute noch Kontakt, was ich total witzig finde, was ich nie für möglich gehalten hätte. Weil ich hatte auch sehr lange das Motto, es gibt keine netten Lehrer. Das schließt sich schon in sich aus, aber. Sie hat mir dann, also diese Schule hat mir dann bewiesen, doch, es gibt nette Lehrer und es gibt Lehrer, denen die Schüler auch wichtig sind. Und das fand ich dann wirklich unglaublich. Weil ich habe zum einen in der Schule wirklich was gelernt. Also ich habe wirklich wieder lernen können, was richtig toll war. Zum anderen haben sie mich so genommen, wie ich bin. Entschuldigt. Ja, zum anderen haben sie mich so genommen, wie ich bin und haben also akzeptiert, also haben mir geholfen, trotz meiner Schwierigkeiten, die ich eben durch den Asperger hatte und so, den Alltag zu ermöglichen. Und haben, also wenn es mir nicht gut ging, konnte ich einfach sagen, kann ich meine Mom anrufen und nach Hause. Und das war einfach so was, was ich wirklich für mich sehr gut war, weil ich eben, weil wenn es dann nicht mehr geht, geht es halt nicht mehr. Und ja, zum anderen. Was ich wirklich die Sache fand, die ich am allertollsten fand, wo ich wirklich sagen muss, das war so der Punkt, wo ich echt gesagt habe, ich habe Glück gehabt mit der letzten Schule, war. Es ging damals dann auch darum, meinen Hauptschulabschluss zu machen. Und damals hat mir dann der Rektor gesagt, dass ich das besser lassen soll. Und zwar, weil dadurch, dass ich ja öfters mal abgeholt werden musste, dass ich eben öfters mal einfach aus dem Klassenzimmer raus musste, war es so, dass wenn ich in dem Moment, wenn ich in der Prüfung rausgegangen wäre, wäre die Prüfung als nicht bestanden gegolten und ich wäre durchgefallen und hätte keinen Abschluss gekriegt. Und er hat gesagt, wenn ich dann irgendwann mal stabiler bin oder so, soll ich den Abschluss lieber nachholen, weil nach dem Stand, wo es damals war, konnte man den Abschluss nicht zweimal, also konnte man die Prüfungen nicht zweimal ablegen. Und ich muss sagen, ich bin heilfroh gewesen, dass ich dann diesen Lehrer bekommen habe oder nee, diesen Rektor und diese Lehrerin und auch diesen Konrektor, die nicht nur darauf bedacht waren, Hauptsache die Kinder da aus der Schule mit einem Abschluss raus, sondern wirklich auch darauf geachtet haben, wie es dann mit den Kindern, mit jedem Einzelnen, okay, zu dem Zeitpunkt keine Kinder mehr, sondern Jugendliche, wie es bei jedem Einzelnen ist und was da am meisten hilft. Ja, und dann habe ich eben, nachdem ich dann aber erst 17 war, 17 und ein paar zerquetschte Monate, war das Problem, ich habe den Abschluss nicht machen können, hatte aber noch Schulpflicht und dann war es so, ich erzähle es jetzt, sorry, dass meine Mutter mit dem Schulamt geredet hat und mit denen auch verhandelt hat und gesagt hat, mein Kind kann nicht zur Schule gehen, es geht einfach nicht mehr, sie kann es nicht. Aber sie eben auch wusste, dass ich noch ein paar Monate Schulzeit aussitzen musste. Und so hat meine Mutter dann gesagt, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt. Und zu mir wurde damals gesagt, ob ich nicht Lust hätte, VHS-Kurse zu machen. Was im Hintergrund lief, habe ich ja später erfahren, nämlich dass meine Mutter gesagt hat, anstelle von dem, dass ich in der Schulklasse sitze, soll ich einfach VHS-Kurse machen und so meine letzten paar Monate Schulzeit absitzen. Und so habe ich dann tatsächlich, entschuldige ich mich eine Sekunde, da war ein Fleck, so habe ich dann tatsächlich noch mehr oder weniger gelernt, Kalligraphie, ein bisschen Japanisch. Gebärdensprache. Ich hätte auch noch den Fortsetzungskurs gemacht, aber die Gebärdenlehrerin hat mir gesagt, das bringt nichts, wenn man keine Mimik hat und ja auch sonst so, dass Gebärdensprache da nicht viel, dass es nicht so viel bringen würde mir. Und nach der Gebärdensprache und dem haben wir noch einen Kurs zum Internetseitendesign gemacht. ja, und das war alles in allem dann eigentlich noch recht gut, weil dann war es so, dass ich durch diese vier Kurse habe ich dann noch bis zu meinem 18. geschafft und dann war ich offiziell schulfrei. Und
Ich weiß noch bis heute, das war der schönste Moment für mich und meine ganze Familie, so dieses endlich schulfrei. Ja, was man auf jeden Fall aus meiner Geschichte lernen kann, ist Folgendes. Manchmal braucht man sehr lange, bis man irgendwie das gefunden hat, was passt. Und wenn man dann das gefunden hat, was zu einem passt, dann ist es das Schönste, wenn man es dann einfach ausleben kann. Und ich muss sagen, ich würde, wenn ich jetzt nochmal meine Schulzeit anfangen müsste, würde ich alles anders machen. Ich würde nämlich nicht in der ersten Schule bleiben und würde einfach direkt die Schule wechseln. Ja, gut, das war jetzt alles für dieses Video. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr dieses Phänomen kennt oder wie es bei euch so war. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an nibel.readmyoutlook.com. Wir sehen uns am Freitag wieder. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis dahin. Tschüss.